Herzlich willkommen bei der nächsten Serie, die 12 größten Fehler von Gründern. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich habe selbst über 30 Unternehmen gegründet und viele Fehler gemacht. Ich habe aber noch mehr Unternehmen begleitet, wahrscheinlich über 3000 Gründer und Selbstständige, sich selbstständig zu machen und habe auch deren Fehler kennengelernt. Und darum geht es hier in dieser Serie, dass du bei jeder Ausgabe einen akuten Fehler, den viele machen, hörst und selbst vermeidest. Kommen wir nun zum ersten Punkt, den viele Gründer machen, nämlich, dass sie keine Eigenmittel einplanen beziehungsweise keinen laufenden Einkünfte haben, aus denen heraus sie nicht nur ihre Lebenshaltungskosten decken können, sondern auch die ersten Investitionen tätigen. Warum ist das so gefährlich? Nun, der erste Grund ist, du hast vielleicht eine tolle Geschäftsidee, aber brauchst Anfangskapital. Dann wirst du sehr wahrscheinlich von der Bank nichts bekommen, wenn du nicht mindestens 10, 20, manchmal auch mehr Prozent Eigenkapital als Quote mitbringst. Die Gefahr ist, wenn du kein Eigenkapital hast, dann kriegst du von den Banken kein Geld und musst dir woanders Geld, Private Equity von Investoren beispielsweise Gelder holen. Nur dann hast du einen hohen Preis zu bezahlen, gerade am Anfang deiner Gründung, wo der Unternehmenswert recht gering bis null ist. Dann wollen die Investoren sehr viel Firmenanteile von dir haben und du bist im schlimmsten Fall nach 1, 2, 3 Jahren, nach einigen Finanzierungsrunden, dein Unternehmen entweder komplett los oder zumindest die Mehrheitsanteile los und dann bist du Angestellter im eigenen Unternehmen und nicht mehr der Unternehmer, der tatsächlich den Kurs vorgibt. Auch wenn du vielleicht kein Eigenkapital jetzt hast, dann sorge zumindest dafür, dass du während deiner Existenzgründung immer noch diverse Nebeneinkünfte hast, auch als Angestellter. Ich selbst hatte immer 3 bis 4 Jobs, die ich pro Monat als Angestellter gemacht habe, wo ich Zeit gegen Geld getauscht habe, um davon meine Lebenshaltungskosten zu decken, aber auch die erforderlichen Investitionen zu tätigen. Zum Beispiel, wenn es Produkteinkäufe sind, Weiterbildung, Transportkosten, Mobilitätskosten oder Kommunikationskosten. All das wirst du in den ersten Monaten investieren müssen. Von daher also achte darauf, dass du so viel wie möglich Geld ansparst und immer zusätzlich Geld verdienst, bis dein Unternehmen tatsächlich tragfähig geworden ist. Also achte darauf, dass du deine Eigenmittel zusammenhältst, denn es gibt zwar eigenkapitalbildende Fördermittel, aber die würden nur dein vorhandenes Eigenkapital zum Beispiel verdoppeln. Also halte dein Geld zusammen und suche dir Jobs auch in deiner Gründungsphase. Und morgen geht es weiter mit dem zweiten Teil, mit dem zweiten großen Fehler der meisten Gründer. Dein Daniel Schäfer.